Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zur ersten Folge von FIFA 16 Karrieremodus mit Borussia Dortmund. Und ja, Freunde, ich habe alles aktualisiert, die neuen Transfers, Mario Götze, Badra, Rode, ich habe alles aktualisiert für euch hier. Ihr wollt es ja unbedingt sehen, haben einige in die Kommentare geschrieben, auf jeden Fall, dass ihr das sehen wolltet. Und das habe ich jetzt gemacht, Freunde, also viele Top-Transfers, ja, kann man sagen, Götze zum Beispiel, Schürrle habe ich auch gemacht, der ist auch neu gekommen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir nehmen hier mal direkt das Einfachste, würde ich sagen, weil, ja, wir nehmen mal das Einfachste einfach, damit wir das schnell simulieren können. Wir wollen ja sofort die Liga eigentlich starten, weil eigentlich werden ja schon 3 Folgen von anderen BVB-Karriere online. Deswegen mache ich es jetzt ein bisschen schneller für euch hier. Und ja, also erstmal hier Trikotnummer, ne? Wir machen erstmal Götze schon mal die Trikotnummer 10. Also das wissen wir ja schon mal. Also er soll ja die Trikotnummer 10 auf jeden Fall bekommen. Schürrle müssen wir noch schauen. Ich weiß es nicht, bei Schürrle 7 oder so. Wer hat die 7? Ja, 7 könnte er kriegen. Dann kann ich mir vorstellen, dass er die 7 kriegt. Aubameyang hat eigentlich so mit die 9 verdient, aber ich glaube, die 9 hat er gar nicht. Vielleicht behält er die 17, ich weiß es nicht. Ich habe schon Reus als Kapitän eingesetzt. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, welche Formation wir hier spielen sollen. Also welche, ja, Formation, Aufstellung wir halt spielen sollen. 4-3-3 oder so. Also ich persönlich spiele gerne diese Aufstellung, aber ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. 4-3-3 oder 4-5-1, keine Ahnung. Also könnt alles in die Kommentare schreiben. Blaschkowski habe ich auch zurückgeholt. Hier seht ihr die Transfers hier. Emre Mor auch hier. Wie alt ist der? 17. Dembele. Stimmt, Dembele ist auch ganz wichtig eigentlich. Dann will er also aus ihm könnte auch noch was Großes werden hier. Also können wir auch mal einsetzen. Ja, an sich ein geiler Kader auf jeden Fall. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob wir noch jemanden holen sollen oder so. Also mega krass. Ich habe auch bei den anderen Mannschaften ein bisschen aktualisiert. Auf jeden Fall bei Barcelona da alles überall. Bayern, Renato Sanchez, alles da. Renato Sanchez war eigentlich der einzige Neuzugang, glaube ich, bei Bayern. Da müssen wir hier trainieren sofort. Voll vergessen. Guck mal, Ziel Champions Cup. Ich habe Champions League eingestellt für euch. Ziel ist Halbfinale erreicht. Wir können das uns alles mal gleich in Ruhe anschauen auf jeden Fall. Wir haben ja Zeit eigentlich. Deswegen, warte mal, Liga-Ziel, Ligameister werden. Okay, wir haben ein gutes Team an sich. Also wenn man das hier ansieht, das ist ein heftiges Team. Vielleicht noch ein bisschen Schürrle weiterentwickeln, weil 79 ja nicht so der Kracher eigentlich. Guerrero habe ich auch da links Verteidigung, müssen wir aber auch bis Ende entwickeln, würde ich sagen. Und ja, wir haben 30 Millionen zur Verfügung. Also an sich sehr gut eigentlich, aber müssen wir einfach mal schauen, ob wir da jemanden noch holen werden oder nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben auf jeden Fall. Und ja, wir gucken uns auf jeden Fall jetzt mal die Champions League hier an. Also die Gruppe habe ich für euch eingestellt alles hier. Also das ist Gruppe A, Real Madrid, Tottenham, ZSK, Moskau, Donetsk. Also ich glaube, realistisch geht das gar nicht hier bei FIFA, weil es gibt nicht alle Mannschaften hier. Also das ist unsere Gruppe auf jeden Fall. Weil Dortmund ist, glaube ich, gesetzt noch immer noch. Ich weiß es nicht genau, weil letztes Jahr waren die ja nicht dabei, aber ich glaube trotzdem, dass sie noch gesetzt sind. Oh, was mache ich denn da? Dass sie trotzdem noch gesetzt sind bei der Champions League. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, die werden keine großen, starken Teams bekommen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Deswegen habe ich so eine Gruppe genommen. Ich hätte auch Dortmund hier reinmachen können, glaube ich. Aber ich war mir einfach nicht sicher. Ich glaube, Dortmund ist immer noch gesetzt, weil sie in den letzten Jahren eigentlich an sich sehr gut in der Champions League war. Aber letztes Jahr waren sie ja nicht dabei, aber sonst waren sie immer gut mit dabei. Sind dann mal Finale gekommen, gegen Bayern war das, glaube ich. Mega krass auf jeden Fall. Hier Barcelona, da könnt ihr alle Gruppen mal, da könnt ihr auf Stopp kurz drücken. Meine Güte, ey. Ja, Leicester City habe ich auch. Also ich habe das realistisch wie möglich gemacht. Also ich glaube, es geht noch ein bisschen realistischer oder so, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das geht gar nicht mehr realistischer irgendwie. Es sind natürlich auch Mannschaften von Kroatien, glaube ich, oder so, die vielleicht dabei sein werden. Also steht ja noch nicht fest, wer dabei ist in der Champions League. Deswegen, hier ist ja Guardiolas Team hier. Neapel ist natürlich auch dabei mit Higuain und alles. Bin ich auf jeden Fall mega gespannt hier. Und ja, also mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen hier am Anfang. Wir können auch weiter simulieren. Ah, nee, trainieren natürlich. Das ist ganz vergessen hier. So, erstmal Schürrle, ganz wichtig. Rechts außen, da muss ich auf jeden Fall verbessern, der andere Schürrle. Das wissen wir selber gerade hier. Durchsetzen, ich weiß nicht. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was für ein Training ich machen soll. Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Hier El Rondo, würde ich sagen. Was gibt's noch hier? Wen können wir noch trainieren? Guerrero auf jeden Fall. Also auf jeden Fall links da trainieren, Verteidigung dann. Da wird er dann Verteidigung spielen und nicht LM. Deswegen, also könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob wir da Durm einsetzen sollen. Ich glaube, besser ist es, da Durm einzusetzen, oder? Ginter auf jeden Fall werden wir auch verbessern. Wir setzen auch, glaube ich, Ginter ein und nicht Piszczek. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, Emre Mor wird sich, glaube ich, nicht lohnen. Also viele werden jetzt in die Kommentare schreiben, ja, trainiere Emre Mor. Aber es wird sich nicht lohnen, Freunde, weil wir machen nur 1 oder 2 Saisons oder so. Wir können das gerne bei FIFA 17 machen. Da können wir gerne Emre Mor richtig heftig auf jeden Fall trainieren. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall mit Dortmund durchziehen ein Jahr bis zu FIFA 18. Wir werden auf jeden Fall viele Folgen, glaube ich, bringen. Aber ich glaube, ja, müssen wir einfach mal schauen, ob wir ein ganzes Jahr machen, weil es wird sich, glaube ich, nicht lohnen bei Dortmund. Bei Dortmund nutzt sich ein so 2, 3 Saisons oder so, weil man sowieso alles dann erreicht, glaube ich. Deswegen, Götze, wollen wir, nee, Weigel, komm, Weigel muss sich auf jeden Fall auch entwickeln, das ist ganz wichtig diese Saison. Und wen können wir noch trainieren? Ja, ich weiß nicht, ob ich Durm oder Guerrero halt Linksverteidigung einsetzen soll, aber eigentlich besser Durm. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, schreibt es in die Kommentare, Freunde, ganz wichtig, weil Guerrero war ja eine Entdeckung bei der Champions League, Champions League ist ja schon bei der Euro, also bei der EM 2016, hat er Portugal gespielt, Linksverteidigung da, deswegen, also bin ich gerade am überlegen. Und, warte mal, Götze trainieren wir noch, oder? Können wir noch Götze oder Dembele, stimmt, aber komm, wir trainieren einfach mal Götze, würde ich sagen. Ihr könnt alles in die Kommentare schreiben, ich mach's erstmal so hier.
Einige werden sich bestimmt beschweren jetzt, aber ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, wen wir trainieren sollen oder nicht. Machen wir mal Durchsetzen. Oh, Ausdauer ist ja ganz schlecht, der Götze. Eieiei, 68. Ja, bei Bayern hat es sich ja eigentlich verschlechtert, kann man sagen. Ist nicht besser geworden, bei Dortmund war mega heftig auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er wieder so gut wird wie früher mit. Oh, da war ja noch Lewandowski da, Reus, das war so eine heftige Mannschaft früher. Natürlich sind die immer, eigentlich immer noch heftig. Ja, Aubameyang hat man jetzt. Mkhitaryan ist ja gegangen, das ist auch ein bisschen schade eigentlich. Ja, Mkhitaryan noch da, aber was soll man machen? Ja, super Deutsch. Lehnen wir erstmal ab hier. Meine Güte, ey. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, könnt ihr einen Kommentar schreiben, wie lange ich die Folgen so halten soll. Also ich weiß nicht, vielleicht 20 Minuten oder so. Also diese Folge halte ich erstmal so ungefähr circa 15 Minuten, glaube ich. Ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, wie lange ich die dann so halten soll hier immer beim Karrieremodus. Und wir führen direkt hier Kapitän Marco Reus, trifft direkt der neue Captain hier. So, wir müssen das Ding eigentlich locker gewinnen. Komm, wir überspringen auf 3. 1, 2, 3, 3-0, sie kommen. Oh, 4-1. Ramos ist reingekommen für Aubameyang, ne? Trifft aber direkt zweimal hier, läuft. Schüller hat auch getroffen. So muss es sein, so muss es sein. Es läuft doch hier, perfekt. Perfekt, ey. Perfekter Einstand von uns hier. Thomas Tuchel, perfekt. Eingestanden, sage ich schon. Perfektes Debüt natürlich. Perfekt eingestanden. Was ist denn los hier? Meine Güte. So, weiter geht's hier. Oh ja, ich glaube, Schölle wird sich auf jeden Fall gleich auf die 80 schon entwickeln. Ah, Götze kriegt eine 6 irgendwie. Also F. So, jetzt ist Ajax dran. Ja, ich glaube, wir können das eigentlich im Kalender simulieren, oder? Weil, ja, wir können eigentlich sofort alles. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich mehr cutten soll, weil das ist eigentlich langweilig hier. Also, das machen wir mal so hier. Das geht schneller. Weil das interessiert uns eigentlich gar nicht hier. Ja, das ist eigentlich unnötig. Das ist komplett unnötig für uns. Das interessiert uns eigentlich nicht. Wir simulieren es bis zum 13. und dann trainieren wir weiter die Mannschaft, würde ich sagen. Warte mal, wir sind noch einen Tag hier. Und dann können wir eigentlich die Mannschaft wieder trainieren. So mache ich das jetzt. Weil das geht. Das sind. Oh, wir sind rausgeflogen. Wir haben zwei. Egal, ist egal jetzt. Ja, toll, wir sind jetzt rausgeflogen, aber egal. Jetzt können wir die Spieler schön trainieren bis zum ersten Spieltag. Ich weiß gar nicht, gegen Gladbach müsste es sein, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe auch die Liga realistisch wie möglich gemacht. Ich habe Transfers da, alles gewechselt. Wer alles gewechselt ist, aber ich glaube nicht hundertprozentig alles gemacht. Kann sein, dass ich irgendwelche vergessen habe. Aber ich weiß nicht. Warte mal, erstes Spiel, ja, okay, gegen Gladbach. Heim, ne? Ja. Champions League, Sevilla, Sporting und Rom müsste es sein. Und ich habe auch die, also Rasenball, wie heißt nochmal? Leipzig oder so, ne? Leipzig, also diesem Jahr habe ich auch alles aufgestiegen hier. Also Freiburg und jetzt Leipzig sind jetzt in der ersten Liga mit dabei, habe ich extra für euch gemacht. Und er wird auf jeden Fall richtig abgehen diese Saison. Ich freue mich auf jeden Fall mit Mario Götze, Marco Reus. Die Liga wird so beben, ich sag's euch, ey. Wir können auf jeden Fall Bayern diese Saison mega Konkurrenz machen. Wir lehnen das hier alles ab. Wir lehnen das hier alles ab. Aubameyang lehnen wir jetzt auch alles ab. Hier kommt. Ne, wird keiner wechseln hier. Wir behalten alle hier. Hummels habe ich natürlich auch zu Bayern und so gewechselt. Das klar, Freunde. Also habe ich auf jeden Fall nicht vergessen. Marc Bartra natürlich auch. Stimmt, Marc Bartra können wir auch natürlich trainieren, ey. Habe ich ja voll vergessen. Der hat auch nur 80, deswegen 80 ist eigentlich auch nicht schlecht. Er ist, glaube ich, 23, 24 Jahre alt. Aber Pogba ist auch hier kurz vorm Wechsel oder was zu Arsenal. Stimmt, Pogba. Ja, aber ist ja nicht gewechselt. Oh, Boateng, Alter. Boateng zu Barcelona. Was geht denn hier ab? 56,5 Millionen. Oha, das ist ja Juventus hofft Alaba zu verflechten. Das kommt bei mir fast in jeder Karriere. Immer wechselt Alaba, fast immer, Freunde. Ich glaube sogar immer zu Juve irgendwie. Das ist immer so. Das muss man auf jeden Fall verbessern, auf jeden Fall. Das geht nicht. Dass er immer zu Juve wechselt, das passiert fast immer. Schöller erreicht die 80, perfekt. So muss es auch. Guerrero entwickelt sich auch ganz schön schnell. Irgendwie gleich vielleicht die 76, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass er das direkt schafft. Aber es läuft auf jeden Fall schon mal gut hier. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auf diese Saison. Götze und Reus werden rasieren zusammen. Ey, das ist so krass. Ich glaube, das ist für 25 Millionen, glaube ich, gewechselt in echt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, 25 Millionen war das. Leicester will ihn haben. Nee. Wir spielen ja gegeneinander vielleicht diese Saison, Leicester. Wir sind ja auch mit dabei in der Champions League. Also kann ja sein, dass sie weiterkommen. Aber die Champions League freue ich mich einfach mega. Ich freue mich so mega auf die Champions League, Freunde. Ich habe das ja realistisch wie möglich gemacht. Das wäre eigentlich jetzt die Saison 2016, 2017 eigentlich. Und ja, deswegen, ich habe es einfach so gemacht, dass es eigentlich 2016, 2017 wäre, weil mit Götze und alles. Vielleicht kommt da, ich kann mir sogar vorstellen, dass noch mehr Transfers kommen in echt, also in Real Life. Vielleicht verpflichtet da BVB den einen oder anderen. Und vielleicht wechselt noch Aubameyang irgendwo hin, ich weiß es nicht. Kann sein, es ist noch alles möglich. Deswegen Pogba auch noch zum Menü, also es wird auf jeden Fall noch vieles passieren. Marvin Dukchak ist, glaube ich, verletzt, oder wie der Typ heißt. So, Ginter steht vor großer Entwicklung gerade, oder? Ja, oha, Ginter, alle Werte gehen hoch. Ja, mein Wickel hat sich noch nicht auf die 77, aber trotzdem. So muss es laufen. Götze kurz vor der 85 hier, meine Güte. Wie, ich glaube, bei FIFA 13 oder so war er, glaube ich, auch 84 oder nicht? Oder 86 mal? Ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, er war mal 86, 85. Ja, hat ein bisschen versaut mit dem Wechsel zu Bayern München natürlich. Hat der Götze vieles versaut, ey. Das war ein Fehler von ihm. Das weiß er selber. Hat er selbst eingestanden.
Ja. Ja, warum ist er zu Bayern gewechselt? Ich glaube nur wegen des, klar, wegen des Geldes bestimmt, aber hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht, weil es lief alles perfekt für ihn bei Dortmund, aber er hat bestimmt so ein mega Angebot von auf einmal von Bayern gekriegt, dass er einfach wechseln musste irgendwie, dass er einfach anders nicht konnte irgendwie. Oh, gleich schon das erste Spiel, also geht direkt hier los. Ich glaube, das werden wir auch dann in der nächsten Folge dann machen, Freunde. Ihr könnt alles in die Kommentare schreiben, mit welcher Aufstellung wir spielen sollen. Ich wollte das Let's Play eigentlich 15 Minuten halten, deswegen machen wir es erstmal 10, 11 Minuten oder so. Weil ich will unbedingt wissen, mit welcher Aufstellung wir spielen sollen, weil ich will das realistisch wie möglich machen, das erste Spiel und alles. Es soll alles so realistisch wie möglich sein. Trikotnummer, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben, welche Trikotnummer Bartra oder so hat, weil ich will das im ersten Spieltag alles so realistisch wie möglich machen. Schreibt alles in die Kommentare. Ja, okay, realistisch ist das nicht, dass Sporting vielleicht zu Barcelona wechselt. Obwohl, ein bisschen schon. Pogba zu Bayern? Ey, okay, das ist ja Realismus pur gerade hier. Pogba zu Bayern? Ich glaube es gerade nicht. Der Transfermarkt brummt einfach hier. Verratti zu Arsenal? Ey, krass, das geht hier gerade mega ab. Wir haben natürlich auch noch Götze, ey. Das wird auf jeden Fall mega abgehen vor die nächste Folge. Dortmund gegen Gladbach, das erste Spieltag. Ich glaube, Bayern hat schon. Oh, oha, Bayern hat. Ja, Sanchez hat auch getroffen. Hier, Sanchez ist ja zu Bayern auch gewechselt in echt. Renato Sanchez. Oh, und die haben 4-1 gewonnen, glaube ich, ne? Krass, gegen HSV, ne? 4-1. War auf jeden Fall eine mega nice Folge, Freunde. Also schreibt in die Kommentare, welche Aufstellung wir spielen sollen. Ich glaube, die ist gar nicht so verkehrt, aber ihr könnt Kommentare schreiben, in die Kommentare schreiben, mit welcher Aufstellung auch BVB in echt spielen könnte. Dann mit der spielen wir dann auch. Ich glaube, eher so auch. Ich bin mir nicht sicher, aber. Vielleicht 4-3-3 offensiv, kann ich mir auch vorstellen beim BVB. Oder FIFA, nee, FIFA, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. 4-4-2. Aber 4-4-3, ich weiß es auch nicht. Also so könnten die an sich eigentlich auch spielen. Vielleicht mal mit Schürrle rechts. Gibt, ja, okay, doch, nee, so können die doch nicht spielen. Das werden, nee, das würde nicht gehen. Ja, könnten die schon, aber ich glaube, könnte ich mir nicht vorstellen beim BVB. Ich glaube, warte, was, wie war das denn jetzt, Mann? Jetzt habe ich das verkehrt gemacht, oder was? 4, 5, 1. Wie war das denn jetzt hier? Egal, müssen wir auf jeden Fall. Ich suche ich dann wieder. Ich glaube, so war das, ne? So müsste es gewesen sein. Schürrle rechts dann. Auf jeden Fall war das so. Und ja, Mario Götze, der Neuzugang. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Saison mit Mario Götze. Wird auf jeden Fall krass. Wir müssen auf jeden Fall die Liga rasieren mit Reus und Götze. Das muss auf jeden Fall eine schöne Saison werden. Guck mal, Teambericht, ob sich schon jemand mal heftig entwickelt hat. Ja. Ist noch nichts passiert eigentlich. Ja, Schürrle hat sich schon einmal entwickelt auf die 80, das gefällt mir schon. Ja, Champions Trophy, zwei Tore, eine Vorlage, läuft doch. Götze direkt mal beim Antritt hier. Bei Bayern ist er sehr langsam geworden. Ich glaube, bei FIFA 14 war er viel schneller. Auch im Real Life, ey. Wenn er spielt, er ist viel langsamer geworden. Das merkt man auch in echt. Zum Beispiel bei Deutschland dabei hat man gesehen, man hat gar nichts von ihm gesehen in der EM. Er hat auch Chancen gekriegt, muss man sagen. Aber hat sie aber vielleicht nicht genutzt. Aber was soll man machen? Reus war natürlich auch verletzt in der EM. Was soll man machen, Freunde? Aber wird auf jeden Fall eine krasse Saison, kann ich euch sagen. Also schreibt in die Kommentare, wen wir vielleicht noch kaufen sollen oder welche Aufstellung wir spielen sollen. Reus ist der Kapitän, ich freue mich mega. Götze kriegt auf jeden Fall noch die Trikot Nummer 10, habe ich glaube ich schon gemacht auch. Also Trikot Nummer 10 habe ich ja eben gerade schon gemacht, glaube ich, oder? Haben wir schon gemacht? Muss mal schauen, hier haben wir das schon gemacht. Ja, wir haben es schon gemacht. Also läuft auf jeden Fall, könnt ihr in die Kommentare schreiben, Bartra, Trikotnummer und alles. Wow, wird auf jeden Fall eine mega nice Saison, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, lasst mal ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.